Auch am 28. August zeigten die Berlinerinnen und Berliner, dass sie mit faschistischen oder populistischen Parteien nichts zu tun haben wollen. Pro-Deutschland mobilisierte zu einer Demonstration gegen die Islamisierung vom Potsdamer Platz zum Brandenburger Tor. Nur wenige folgten diesem Aufruf. So blieb die Teilnehmerinnenanzahl unter 200. Begleitet wurde dieser Aufzug von vielen Berlinerinnen und Berlinern, die sich diesem Wirken entgegenstellten. Auch ein Häuflein NPDler, die Thilo Sarrazin zum Thema machten und seinen Thesen recht gaben, konnte nicht an diesem Aufzug teilnehmen, sondern wurde ganz diskret zur Seite abgedrängt und wurden dort durch die deutsche Polizei beschützt. Wenn sich die Berlinerinnen und Berliner zu den Wahlen am 18. September 2011 genauso positionieren wie zu dem Aufzug der Rassisten und Rechtspopulisten, dann hat Pro-Deutschland keine Chance, in irgendeinem Parlament vertreten zu sein. Hoffen wir das Beste.